Homo heidelbergensis. Das ist der Name des Missing Links zwischen dem ersten aufrechtgehenden Menschen und dem Neandertaler bzw. dem modernen Mensch, Homo sapiens. Dieser evolutionäre Zwischenschritt begann vor ca. 700.000 Jahren. Vor 300.000 Jahren kamen nun Neandertaler und der Homo sapiens ins Spiel. Bereits damals hatte der Neandertaler einen Totenkult, was bedeutet, dass er seine Toten mit Grabbeigaben bestattete. Beide breiteten sich ebenfalls nach Norden aus, wobei der Neandertaler verschwand, da er aufgrund seiner höheren Muskelmasse zwar erheblich stärker war, jedoch zu viel Energie benötigte, um gegen den Homo sapiens bestehen zu können.